Okay. Hi und herzlich willkommen zum Teil 1 von Wir bringen das Auto zu den Bielers. Wir müssen den schon ein bisschen vorlaufen lassen, weil ich muss den ja gleich da drauf fahren. Guck mal, mit was für einem schönen Gespann wir am Stiesel sind. Richtig Schniekerhänger. Vielen Dank an meinen lieben Freund Alex. Hier sogar für Motorsport, ne? Also richtig, richtig tief. Da hätte ich sogar Schwert fast dran lassen können, glaube ich. Aber wie immer ist mal gut vorbereitet. Wir müssen erst noch Sprit auffüllen, Mario, der übrigens vor euch hier hinter der Kamera ist. Und Reifendruck stimmt nicht. Gottes Willen. Könnte auch nur so aussehen vielleicht. Ah, undicht. Bläst ab, lieb ich. Ah. Geht man da vorne drauf? 2,3? 2,2? Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal beim Afterworld Classic ein bisschen Druck abgelassen, wie die Profis, Marcel, weißt du? Nee, ich glaube, das passt. Ich guck mal, hat noch schnell auf der anderen Seite, dann machen wir da noch Sprit rein. Tatsächlich habe ich der liebe Tim, der Freund von der, ich gehe mal hier ein bisschen aus dem Licht, ey. Die Sonne knallt schon. Der liebe Tim, der Freund von der Kimi Motorsport, der hat mir ja das Grundkennfeld geschrieben, damit wir hier ein bisschen überhaupt drauf fahren können. Und wir haben aber nur einen Temperaturbereich, also dieses Acceleration Enrichment, ich habe davon schon mal gesprochen, haben wir nur ab 30 Grad Kühlmitteltemperatur bearbeitet im Prinzip. Deswegen muss er ein bisschen warm laufen, damit wir ihn überhaupt hochkriegen. Nur falls ihr jetzt denkt, warum lässt er hier die Karre laufen? So, nochmal schnell auf der anderen Seite geguckt und dann geht's weiter. Was? Ja, ich habe einen neuen Tankdeckel gekauft. Ich glaube, Mario filmt. Geil, oder? Habe ich ganz einen neuen Tankdeckel mir besorgt. Da ist sogar noch der Sticker, müsste da drauf sein mit hier. Nur Unleaded Fuel und so. Einen ganzen neuen? Gibt's den auch in halb, oder? Nee, das ist... Halt dein Maul. Ja. Ich hatte gestern noch die kurze Idee, dass man natürlich ja das Auto auch hätte einfach tanken können an der Tankstelle, wenn man das auf dem Trailer hat. Aber warum langweilig, wenn man nachts um 12 nochmal zur Shell fahren kann und sich einen Kanister voll macht? So können wir nach Luxemburg fahren. Oh, ich hasse das, ne? Ist mir schon ein paar Mal passiert, sowas hier. Ich habe ja schon mehr Zeit, ich glaube, mehr Zeit als so manch anderer Mensch hier an einem Kanister hinterm Auto verbracht. Ist das schon mal das Auto stehen geblieben? Ja. Pilar? Mario? Ich bin mal mit einem Vierer Golf R32 von einem guten Kumpel. Liebe Grüße gehen raus, Adrian. Habe ich es gerade noch so an die Elztal Tankstelle hinter Main geschafft. Schön den Vierer R32 leer gefahren damals. Und habe noch gedacht, das haut noch hin. Auf einmal stand da schon 0 Kilometer Restreichweite. Dann wurde es schon fast Minus. Boah, ist das warm heute. Ich habe eine Jacke an. Ne? Ich muss gleich meine Jacke ausziehen. Marcel, wir haben es gleich. Der hält einfach drauf, der Mario, ne? Gnadenlos. Oh ja, sonst ganz gut. Ich habe nicht viel gepennt heute Nacht. Ihr so? Ja, doch. Super. Ne, ich tatsächlich nicht so viel. Ich war ein bisschen aufgeregt. Bin für mich ein bisschen wie so ein Schulkind. Ich freue mich richtig. Aber ich weiß, dass die Bielers mit dem Auto gut umgehen wird. Aber trotzdem habe ich halt gestern mir noch Gedanken gemacht. Schreibst du denen auf den Zettel, dass sie bitte das Auto nicht durch die Waschanlage fahren? Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer auf die Idee kommt. Macht BMW auch. Ja, aber BMW ist halt, will ich jetzt nicht sagen. Nee, aber das bei manchen Leuten, bei manchen Firmen könnte ich mir das vorstellen, dass es eher passiert als, ach, ich glaube bei die Bielers, das ist ja auch keine Servicewerkstatt in dem Sinne, ne? Wo man das vielleicht als Mit-Service verkaufen würde. Auto entgewaschen. Und dazu wird's losgeschickt. Mit den guten Werkstattlappen. Ja, abgetrocknet. Der hat den sogar für sie abgetrocknet, auch innen, mit dem gleichen Lappen. Erst die Felgen sauber gemacht, dann den Lack trocken. Aber ich habe einen Zettel geschrieben, dass jetzt 100 Oktan Sprit drin ist. Ich dachte, vielleicht ist das entscheidend. Sind wir leer? Du hältst den. Ich glaube schon. Halt mal meinen Schnüffel jetzt. Abgeklopft. Immer dreimal abschütteln. Wie Profi. So, können wir los, wa? Mit meinem neuen Tankdeckel hier. Übrigens, richtiger Rost. Oh, ist nicht zu.
Passt nicht mehr. Jetzt ist es zu. Übrigens, richtiger Rostherd da unten. Auch mal aufpassen immer. Geht das, oder? Was ist das? Was war das? Ach so. Ja, warte, ich kann mal kurz wegen der Kupplung. Sekunde, ich muss den Punkt jetzt finden. Was passiert? Was passiert? Alles gut, stopp, lass so. Was passiert? Oh, hier vorne ist er gegen. Oh, nee. Aber zum Glück ist nichts passiert. Also, wir sind wirklich mit der Ecke hier drauf. Man sieht noch, wo hier der Staub weg ist, ne? Boah, guck mal, und ich hab den schon, ich hab schon hier Schwert, wäre hier, ne? Dann wäre er drunter gelandet. Scheiß die Wand an. Aber es ist ein bildschönes Auto auf dem Trailer, muss man sagen. Echtes Trailerfahrzeug. Oh. Aber nicht als dahinter setzen? Nee, ich glaube, das passt nicht. Oder willst du den Wagen nicht eins komplett zurückschieben, Marcel? Ist das ein Grillwürstchen oder die Kupplung? Echt, jetzt hier riecht es auch krass nach. Also eben habe ich schon angefangen, da hat die Kupplung angefangen zu duften. Ja, ich dachte eben noch die Kupplung, habe ich komplett verraucht, aber es war ein Würstchen. Ist mein Mikro eigentlich an hier? Ist das Ding an? Du hast Ausschlag. Nee, ich habe Ausschlag. Das ist die geilste Aussage ever. Hör auf, mich dabei zu filmen. Also wirklich, ey, ein Trailer aufladen, das ist so ein bisschen, ich sag nicht Hass, aber das ist nicht so meine Welt. Nee, echt. Ich muss ja sagen, alleine für sowas hier, ne? Marcel, gehst du bei dem Reifen einmal um den rum komplett, oder? Ja, von hinten einmal. Mhm. Ja, nicht, du musst den noch weiter, Marcel, den noch weiter unten. Da kommst du da nicht weiter. Selber machen lassen. Kleiner Tipp von mir. Nee, es gibt echt so Sachen, da willst du auch nichts falsch machen. Stell dir mal vor, ich nachher mein Ding geht auf so und dann liegen wir da mit dem Class 2. Ja, ja. Genau das. Ich glaube, bei einem anderen Auto könnte ich das. Ich will einen Hängerführerschein machen. Muss man das auch machen beim Hängerführerschein, Marcel? Jetzt haben wir's. Nee, das ist nicht richtig, was ich mache. Hast du das schon mal gemacht, Mario? Nee, und ich will so eigentlich gar nicht. Ja, ja, okay. Verstehe ich gut. Ja, das ist auch nicht richtig. Ich zum Beispiel. Der Marcel kauft ja alle. Gut, wenn ich Autos kaufe, dann kaufe ich die halt auf eigene Achse, ne? Ich bin auch einfach ein Freund davon, sowas auf eigene Achse dahin zu bewegen. Ich verstehe es nicht. Der Marcel soll sich das aber gleich mal bitte angucken. Das wäre mir schon wichtig. Berufsgenossenschaft, Pilar. Ja, ich weiß, aber was hat die BG denn damit zu tun? Die ist für Arbeitssicherheit zuständig. Ja, aber wir sind hier an keinem Arbeitsplatz. Ich glaube, ihr habt den Humor verstanden von Marcel, ne? Mit der BG. Wenn jetzt die Karre tief wäre, wie machen die das denn mit so richtig tiefen Karren? Du kannst ja gar kein Auto trailern. Also gut, du musst ja ein Luftfahrwerk haben. Man muss ja dann richtig immer jedes Mal hochpumpen. Das ist ja voll ätzend. Mario, machen wir den nächsten Vlog über dein schönes neues Radio im Auto? Nein. Ey, ich find's echt gar nicht so schlimm. Ist eine gute Frage, finde ich, oder? Darf man in so einen Klassiker wie Mario 7er, darf man da ein modernes Radio in Anführungszeichen reinbauen, oder? Aus TÜV-Sicht schon nein. Also, es muss passend sein. Ach, wegen der Haarzulassung. Ja.
Ein Radio zählt zur Haarzulassung. Es muss in das Auto und das Gesamtbild passen. Ob das dann ein Nachbau ist, so weiß ich nicht, Blaupunkt, das ist egal. Bei dem, was du jetzt hast, halt schwierig, ne? Ja. Aber dafür ist ja vielleicht meine Lösung vielleicht gar nicht so. Deine Lösung ist gut, also wenn das so funktioniert, wie du das vorhast. Marcel, schau doch mal drüber gleich, ob das hier in Ordnung ist für dich so. Oder ob ich das vielleicht hätte ich es tiefer ziehen müssen. Ja, weil du hast jetzt halt ein, was ist das jetzt, ein Alpine, ne? Pioneer. Pioneer. Vielleicht zählt das ja sogar noch als, wie nennt man es? Epochen, ne, wie sagt man? Mensch. Tuning-Ära. Passend zum Fahrzeug, so, weißt du? Vielleicht zählt das ja dazu. Hätte ich tiefer runtergemusst, oder ist okay? Ja, vielleicht ein bisschen tiefer noch. Wenn man vorher zugibt, dass man es nicht kann, ist es nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Tipp von mir, 2 heute schon. Sieht geil aus, das Auto auf dem Trailer. Mit dem Touareg so. Ich bräuchte ein X3. Fand ich den Autosport Race Service. International. X7. GBDR. AG. Ist dir schon mal sowas runtergefallen? Nee, noch nicht. Das ist schon mal gut. Kennst du jemanden, der schon mal sowas runtergefallen ist? Nee, da gibt bestimmt eine gute Story. Freunde, guck mal nach da hinten. Ich bin schon die ganze Zeit am gucken. Oh, ich habe das Mikro gar nicht. Oh doch, ich habe das Mikro an. Guck mal nach da. Ist das nicht schön? Ich habe die ganze Zeit, also ich sage euch was, das ist wie bei Final Destination. Ich denke die ganze Zeit, gleich macht's Bang und es explodiert hinter uns einfach alles. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich weiß gar nicht wieso, aber ist, wenn das eigene Auto da steht, ne, wo man so viel Zeit investiert hat, ist schon... Und mir fällt auf, dass ich den einen Scheinwerfer letztens innen drin sauber gemacht habe und ich jetzt den anderen auf jeden Fall auch noch sauber machen muss. Der ist richtig blind. Wie lange haben wir es noch, Marcel? 50 Minuten. Wir sehen uns gleich wieder vor Ort. Ihr Timo Schnee. Machen Sie es gut, einen schönen Abend. Hier, alles für die Klicks. Guck mal, ich muss mein iPhone kühlen, weil wir gerade das neue Vlog-Video hochladen, weil ich es vergessen hatte. Wir haben es einfach vercheckt. Wir laden es jetzt gerade hoch, aber iPhone wird ja knallheiß dann. Und eben war schon kurz davor hier, wir müssen ihr Handy ausmachen, ne? Wegen Temperatur. Aber einfach Klima an, vor die Lüftung halten. Ah, ist immer noch warm, ey. Alles nur für die Klicks, Leute. Nur für die Likes und den Fame. Ne? So ist das. So sind wir. Ich habe eben noch gedacht, gucke ich so nach hinten und denke so, fährt der uns so dicht auf. War wirklich so. Jetzt Schlüssel abgebrochen. Beste Leben. Hier riecht immer noch nach Grillwurst drin. Ich kann langsam zurück. Geht? Peter, guckst du mal gerade vorne? An den GT-Ecken. Leute, ich hasse das. Ich pack den vorwärts da rein.
bin ein bisschen aufgeregt, so ein Auto, das Auto hier so einfach stehen zu lassen, ne? Aber die gehen schon gut damit um. Mario, guckst du mal gerade mit den Leuten vorne, da das hier so passt? Wie weit kann ich noch vor? Ich stehe so am Bürgersteig. Ja, aber vorne hast du Platz. Oh doch, so ein bisschen noch, dann bin ich wenigstens vom Bürgersteig weg. So einen kleinen geben wir dem noch mit. Lass ihn gerade noch ein kleines bisschen laufen. So. Ja, liebe Freunde, wir sehen uns dann wieder tatsächlich. Der Mario und ich machen dann, also jetzt vergehen wahrscheinlich knapp 5 Tage oder so dazwischen, zwischen dem nächsten Vlog, ne? Und dann sehen wir uns nachher wieder mit der Direct-Reaction. Jetzt hat er schlecht am Gas gehangen, aber kann auch sein, dass ich die Kupplung ein bisschen verschuddelt habe da. Naja, wir sehen uns im Teil 2 wieder. Sieht cool aus hier. Man hat das sonst immer nur so Film gesehen, ne? Also Film, Internet. Wir sehen uns mit einem schnelleren Class 2 wieder.